Katholische Kirche, in diesem Falle jetzt Dr. Margarete Sommer und Bischof Preising, haben kurz nach der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis bekommen. Das heißt, sie sind unmittelbar darüber informiert worden, was ansteht in der Organisation der Vernichtung des europäischen Judentums. Seit 1939 amtiert Eugenio Pacelli als Papst Pius XII. Das, was Dr. Margarete Sommer vom Hilfswerk wusste und Bischof Preising vermittelt als Informanten über Globke auch, gelangte auch nach Rom zu Pius XII. Doch der Stellvertreter Christi auf Erden protestiert nicht gegen die Vernichtung der Juden Europas. Auch unter Druck von vielen Seiten handelt er als geschulter Diplomat. Solange Hitler gegen den Bolschewismus kämpft, soll er offensichtlich nicht aufgehalten werden. Ich meine, die Katholiken waren ja auch Experten in Scheinheiligkeit. Die konnten ja immer einerseits tun, wir sind also hier mit den Christen der Welt eins plus Papst in Rom und wir vertreten die Moral der Welt. Und auf der anderen Seite haben sie sich immer gelernt, siehe Papst und die Nazis, sich wunderbar an momentane Machtverhältnisse anzupassen. Globke führt später an, er sei im Innenministerium geblieben, nicht nur weil er die Kirche informiert habe, sondern er habe auch den Widerstandskreisen des 20. Juli nahegestanden. Globke hat außer seinen Behauptungen, er sei für die katholischen Bischöfe und den Vatikan unverzichtbar gewesen, nie einen Beweis für irgendeine Widerstandstätigkeit anbringen können. Vieles, was Globke dann sagt, dass er in der Widerstandsbewegung war, besteht darin, so meine Erklärung, dass er die sowieso am Stammtisch traf, was weiß ich, in irgendeiner Kantine mit der Ministerialbürokratie bei gesellschaftlichen Anlässen. Zur gleichen Zeit in Bern. Dort hat der amerikanische Geheimdienst OSS seine wichtigste Basis zur Sammlung von Informationen über Nazi-Deutschland. Chef des OSS-Außenpostens ist Alan Dulles. Er sucht nach Persönlichkeiten, die nach dem Krieg Führungspositionen in einem neuen Deutschland übernehmen könnten. Dulles sendet ihre Namen an die Zentrale. Er selbst nennt sie seine Kronjuwelen. Dulles schlägt auch Globke vor. Er glaubt einem Informanten, der behauptet, Globke sei aktiv im Widerstand gegen Hitler gewesen. Außerdem scheint für Dulles die katholische Bevölkerung Deutschlands insgesamt relativ wenig vom Nationalsozialismus infiziert. Wichtig war ja auch, dass die Amerikaner, die hier also Denazifizierung und sowas machten, eigentlich von der deutschen Politik keine Ahnung hatten. Und gar nicht wussten, nicht wahr, dass ein Zentrumsmann eben auch eine andere Einstellung hat als ein anderer Zentrumsmann, nicht? Also anständig war oder alles machte, was der Vatikan ihm vorschlug. Globke trägt Mitverantwortung für das, was das Unrechtsregime über Europa zieht. Und trotzdem das Gefühl dabei zu haben, ich habe überhaupt nichts, ich war der schärfste Gegner des Nationalsozialismus in seinen Aufzeichnungen. Er ist immer der schärfste Gegner. Er war nie damit, hat er nicht. Das kann man nur, wenn man so ein nihilistischer Technokrat ist. Kurz vor Kriegsende flüchtet Globke aus Berlin zu seiner Familie nach Oberbayern. Angeblich wird er zu dieser Zeit als Widerstandskämpfer von der Gestapo verfolgt. Doch schriftliche Beweise, zum Beispiel ein Haftbefehl, werden nie gefunden. Während Globke bei seiner Familie untertaucht, starten zur gleichen Zeit amerikanische Piloten zu ihren letzten Kampfeinsätzen über Deutschland. Der Krieg ist fast vorbei, aber noch wird gekämpft und gestorben.
Die Deutschen sehen den Gegnern mit Furcht und Sorge entgegen. Was wird die Zukunft ihnen und Deutschland bringen? Am 12. April 1945 stirbt der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, der einen harten Frieden für das besiegte Deutschland gefordert hatte. In Washington wittern jetzt die Gegner seiner Politik eine Chance. Noch vor Kriegsende bereiten sie die Basis für den späteren Kalten Krieg vor. Der Kommunismus wird Feind Nummer eins. For a long time, it has been no secret that a group inside the State Department. Offensichtlich zog eine Gruppe innerhalb des Außenministeriums einen sanften Frieden für Deutschland vor, in der Absicht, es nach dem Krieg zu einem Bollwerk gegen Russland zu machen. Aber solange wie Roosevelt im Weißen Haus war, verhielten sich die Beschwichtigungspolitiker im Außenministerium ruhig. Am Tag nach seiner Beerdigung fand eine Sitzung des Komitees für deutsche Reparationen statt, bei der das Außen- und das Kriegsministerium plötzlich Roosevelts Politik eines harten Friedens umdrehten. Es ist ein Kreis von hohen Beamten, Industriellen und Politikern. Dazu gehört auch Alan Dulles. Der spätere CIA-Chef hatte vor dem Krieg enge Kontakte zu Deutschland, ebenso wie sein Bruder John Foster, der künftige Außenminister und wichtigste amerikanische Freund Adenauers. John Foster Dulles hat nur Schwarz und Weiß gesehen. Kommunismus war der Teufel. Er hat für Christentum und Moral und Ethik gekämpft. Und er sah sein Werk, die Kommunisten zu eliminieren und die Religion, an die er glaubte, in der Welt auszubreiten. Wirtschaftliche Unterstützung aus den USA hilft nicht nur der Bevölkerung in den westlichen Besatzungszonen. Sie soll vor allem den Einfluss des Kommunismus verhindern und einen neuen Absatzmarkt für die amerikanische Produktion schaffen. Stabilität ist gefragt. Unsere Ambition war, einen soliden Staat zu formen, der nicht dieselben Probleme haben würde wie Weimar, der ein politisches Leben in die Welt setzt, das von dem Volk akzeptiert wird und das dann wachsen kann und solide weiterleben kann. Doch zunächst wird im Nürnberger Prozess mit den Hauptkriegsverbrechern abgerechnet. Innenminister Frick, Globkes früherer Chef, ist unter anderem wegen seiner Euthanasiegesetze angeklagt. Robert Kempner, einer der Hauptankläger, ist ehemaliger Kollege von Globke. Er war im Innenministerium, bis er als deutscher Jude in die USA floh. In einem Internierungslager trifft er Globke 1945 wieder. Auf sein Drängen tritt Globke als Kronzeuge gegen Frick auf, obwohl er die Vorgänge nur vom Hörensagen kennt. Globke selbst wird nicht angeklagt, sondern als unbelastet eingestuft. Dabei helfen ihm auch sogenannte Persilscheine, Entlastungsschreiben, um die er seine alten Zentrumsfreunde gebeten hat. Einer von ihnen, Otto Lenz, antwortet, er habe sich mit allen in Verbindung gesetzt, um die gewünschten Leumundszeugnisse zu besorgen. Um Bischof Preising wolle er sich noch persönlich kümmern. Über den Punkt sind wir ja wohl hinaus, dass wir noch mal die Persilscheine hervorgraben, die sich auch noch ineinander gegenseitig zitieren. Ein Freundeskreis zitiert sich gegenseitig in Rückbezügen und ist sowieso schon seit ewig zusammen und ist auch nach dem Krieg in den gleichen Positionen wieder. Reingewaschen durch seine alten politischen und kirchlichen Freunde kann sich Globke als christlicher Widerständler darstellen. Teil einer kollektiven Verdrängung der Vergangenheit. Die Zukunft verspricht neue Aufgaben mit alten Zielen. Das christliche Abendland soll gegen den Kommunismus verteidigt werden. Nichts war einfacher, mit Hilfe des Kalten Krieges zu sagen, wir müssen das christliche Abendland retten, ich bitte Sie. Und da stimmte Ihnen ja dann jeder zu. Und Sie waren plötzlich wieder begehrte Verbündete, auch das darf man nicht vergessen. Der Kalte Krieg nutzt vor allem der US-Rüstungsindustrie.
Mit seiner Einteilung der Welt in freie und kommunistische Staaten eröffnet Präsident Truman 1947 auch offiziell den Kalten Krieg. Sie können sich nicht die Paranoia vorstellen, die es damals gab. Noch viel mehr nach Korea. Wir wussten nicht, ob die Russen nicht marschieren. Ich wusste, dass sie nicht marschieren. Nämlich das war meine Aufgabe. Ich wusste, dass sie nicht die Truppen und den Proviant und den Sprit und die Waffen sammelten, um diesen Sprung zu machen. Und das war meine Funktion in Berlin und das habe ich auch sehr klar regulär gemeldet. Ich habe nie daran geglaubt, ich persönlich. Und ich konnte sagen, meine Dienststelle in Berlin hat nie daran gedacht, dass wir Krieg mit Russland haben werden. Aber sehr viele Leute verdienen Geld mit der Angst. Und die ganze militärisch-industrielle Komplex der Vereinigten Staaten muss in Betrieb gehalten werden durch die Angst. Antikommunismus und christliche Werte dominieren in der neu gegründeten Christlich-Demokratischen Union. Unter früheren Zentrumsleuten profiliert sich Konrad Adenauer als Parteichef. Adenauer wirbt aber auch um Mitglieder aus evangelischen Kreisen. Seine Vision? Eine starke christliche Partei. 1949 gewinnt die CDU die Wahlen zum ersten Bundestag. Adenauer wird Bundeskanzler. Im Grunde genommen ist es erstaunlich, dass eine neue Partei wie die CDU nach 1945 so schnell einen durchschlagenden Erfolg haben konnte. Möglich war das nur, weil sie auf das katholische Milieu aufbaute, weil sie an die alte Zentrumspartei anknüpfte und weil sie auch die Unterstützung der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche, hatte. Einige Jahre später, zu Besuch bei Pius XII., wird Adenauer sogar eine göttliche Berufung im Kampf gegen den Bolschewismus reklamieren. Ich glaube, dass Gott dem deutschen Volk in den jetzigen stürmischen Zeitläuften eine besondere Aufgabe gegeben hat, Hüter zu sein für den Westen gegen jene mächtigen Einflüsse, die vom Osten her auf uns einwirken. Bonn, die neue Hauptstadt der Bundesrepublik. Als Kanzler Konrad Adenauer seinen Amtssitz, das Palais Schaumburg, bezieht, ist ein Mann dabei, der ihm von Parteikollegen empfohlen wurde. Der frühere Zentrums- und jetzige CDU-Mann Hans-Maria Globke. Adenauer macht ihn zunächst zum Ministerialdirektor und setzt ihn 1953 als Staatssekretär im Kanzleramt durch. Globke wird sein engster Vertrauter. Eine rätselhafte, auch provozierende Verbindung. Für meine Begriffe war Herr Dr. Adenauer integer in der Nazizeit. Ich meine, er war kein Widerstandskämpfer, aber er war nicht verbunden mit den Nazis in keiner Weise. Und darum ist mir unbegreiflich, dass er sich einen solchen Mann sucht und ihn anstellt an eine solche wichtige Stelle, nicht wahr, als rechte Hand. Und meines Wissens ist nichts passiert in Bonn, wo der Herr Dr. Globke nicht seine Hand im Spiel hatte, nicht? Wie wird man Staatssekretär im Kanzleramt? Das ist nicht so einfach zu sagen, Herr Dietrich. When Globke was appointed, there was quite a bit of. Als Globke ernannt wurde, führte das auf der amerikanischen Seite zu Verwirrung, Verstimmung, Enttäuschung, dass ein Mann mit seinem Hintergrund in der neuen Adenauer-Regierung eine Spitzenposition bekleiden sollte. With the new Adenauer government. But I reviewed the Globke file. Ich habe die Globke-Akte untersucht und konnte nichts finden, das ihn nach den damals gültigen alliierten Gesetzen von der Bekleidung dieses öffentlichen Amtes ausgeschlossen hätte. Also kamen wir zu dem Ergebnis, es war kein guter Stil, aber nicht illegal. That it wasn't in good taste, but it wasn't illegal. Ich selbst war vor der Ernennung zum Staatssekretär hier schon als Ministerialdirektor tätig. Ich stamme ursprünglich aus der Justiz, bin dann aber in der Hauptsache in der inneren Verwaltung tätig gewesen. Die Klopke-Angelegenheit wurde besprochen, wir waren alle dagegen und es wurde die Entscheidung nicht auf unserer Ebene getroffen, sondern auf eine viel größere Ebene
Und es war für Adenauer das sine qua non, dass er Klopke halten wollte und unter alten Umständen benutzen wollte. Trotz politischer Proteste und scharfer Kritik in der Presse behält Adenauer Globke im Amt, denn Globke ist längst unentbehrlich geworden. Die Personalpolitik wird von ihm allein kontrolliert. Unter den erfahrenen Beamten, die er einstellt, haben viele eine einschlägige Vergangenheit. Er hat so viele von den alten Nazis und auch von den rechtsgerichteten Zentrumsleuten, die eben so katholisch waren, hat er in Stellung gebracht in Bonn. Es gab ja fast kein Ministerium, wo nicht irgend so ein Kerl saß. Ich habe erst viel später, also im Laufe der 60er und 70er Jahre, mein Urteil revidiert in Bezug auf Adenauer. Weil ich erkannte, dass er eine gigantische Aufgabe vor sich hatte, nämlich die Integration des neuen Staates zu machen mit Millionen von NSDAP-Mitgliedern und Millionen von Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Das heißt, das war ja politischer Sprengstoff. Und ich glaube, das ist die größte Tat, die Adenauer geschafft hat, diesen Staat dennoch zu integrieren. Und Globke war ein Instrument oder ein Zeichen oder ein Signal dafür. Globke? Jawohl, Herr Bundeskanzler. Alle Vorgänge im Kanzleramt laufen über Globkes Schreibtisch. Er berät Adenauer, bereitet Kabinettsvorlagen vor, hört sich in den Ministerien um. Wenn Adenauer Urlaub macht, ist Globke der heimliche Vizekanzler. Er ist der Mann hinter Adenauer, unübersehbar auch für das Kabinett, der bestinformierte Beamte in Bonn. Der Sozialdemokrat Adolf Arndt nennt das Kanzleramt ironisch Bundessicherheitshauptamt. Globke hatte einerseits eine bemerkenswerte Zurückhaltung, eine geradezu devote Form des Umganges mit Adenauer, der aber gleichzeitig ihn mit einer unglaublichen, geradezu lautlosen Effizienz in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen ständig mit Informationen versorgte. Ich habe etwas warten müssen mit dem Beginn, weil ich gerade mit dem Kanzler durch den Garten ging. Der Kanzler hat das gerne, dass er gewisse Dinge, vor allem grundsätzliche politische Dinge, bei einem Gang durch den Garten behandelt. Und das ist dann etwas, was auch dazu dient, gleichzeitig bei dem vielen Sitzen am Schreibtisch auch ein bisschen Bewegung zu verschaffen. Globke war natürlich geradezu ein Idealtypus des preußischen loyalen Beamten, aber gerade wegen seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus wusste Adenauer, dass Globke nicht eine eigenständige Karriere, etwa als Nachfolger von Adenauer oder ähnliches, anstreben würde. Freiheit verpflichtet. Es gibt für uns im Innern nur einen Weg, den Weg des Rechtsstaates. Er war der kompetenteste Kollaborateur. Und deshalb war er auch für Adenauer unverzichtbar. Er kannte alle Tricks, er wusste, wie man es macht und konnte Adenauer andererseits nie gefährlich werden. Für Globke, der gern im Verborgenen agiert, bieten im Kalten Krieg gerade die Geheimdienste ein ideales Betätigungsfeld. Schon bevor er Staatssekretär wird, ist er Adenauers Mann für vertrauliche Angelegenheiten. Ich habe den Kanzler sehr informell getroffen. Er schlug vor, dass ich mich direkt an ihn wenden sollte, wenn ich etwas sehr Vertrauliches mitteilen wollte. Im Weggehen drehte er sich um und sagte: Gehen Sie über Globke. Das hieß für mich, er wollte, dass vertrauliche Angelegenheiten von Globke geregelt wurden.
Globke kontrolliert den neu gegründeten Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst, die frühere Organisation Gehlen mit Sitz in Pullach. Schon 1950 hatte Globke im Auftrag Adenauers mit Reinhard Gehlen Kontakt aufgenommen. Damals wurde dessen Organisation noch von der CIA finanziert. Mit seinen Männern und Informationen ist der frühere General nach dem Krieg in den Dienst der USA getreten. Er liefert Informationen über die Sowjetunion, die viele amerikanische Militärs hören wollen. Er hat sich sehr wichtig gemacht, der Gehlen. Er hat sich sehr wichtig gemacht. Er war absolut auch antirussisch und antikommunistisch. Er hatte sein eigenes Programm sozusagen politisch. Und das war ja alles, was für mich dagegen sprach, dass wir mit ihm zu tun hätten. Aber das war nicht meine Entscheidung als letztes. Das war auf einer viel hohen Ebene getroffen. Auf Adenauers Weisung sorgt Globke dafür, dass die Organisation Gehlen 1956 als Bundesnachrichtendienst, BND, übernommen wird. Globke came to Munich, Pullach. Globke kam nach München-Pullach, damals noch das Hauptquartier der Organisation Gehlen, und sagte, der Kanzler möchte mit Ihnen sprechen, General Gehlen. Also ist General Gehlen nach Bonn gereist und Adenauer sagte, in Anbetracht der Korea-Krise möchte ich einen eigenen Geheimdienst haben. Ich kann mich nicht nur auf die Amerikaner verlassen. Globke nutzt diese Verbindung, laut CIA-Bericht, gesetzeswidrig für seine eigenen Interessen und lässt über Gehlen, Deckname Utility, politische Gegner bespitzeln. Auch zur CIA selbst hält Globke von Anfang an enge Kontakte. In den zahlreichen Dossiers über die geheimen Gespräche mit ihm fällt manchmal auch sein CIA-Deckname Causa. Der Chef unseres Büros in Bonn war direkt mit Globke in Kontakt über Geheimdienstliches, das die CIA an Adenauer persönlich weitergeben wollte. In einem Bericht vom Mai 1950 wird Globke bereits als graue Eminenz der Bundesrepublik bezeichnet. Die CIA-Kontakte Globkes stehen in Zusammenhang auch mit dem Wiederaufbau einer deutschen Armee, die Adenauer trotz heftiger Proteste in der Bevölkerung durchsetzt. Zuvor hatte Globke für den Kanzler heimlich Kontakte zu einstigen Generälen Hitlers aufgenommen. Ich glaube, dass die Fähigkeiten Globkes, was diese Geheimdienstangelegenheiten anging, sich erst nach dem Kriege entwickelt hat. Als er die Gelegenheit dazu hatte, konnte er diese Fähigkeiten ausspielen. Und sie gingen weit über alles hinaus, was man damals gewusst, angenommen oder befürchtet hat. Nicht nur in der Regierungspolitik ist Globke der Mann hinter Adenauer. Auch in der CDU zieht er hinter den Kulissen die Fäden. Weniger beachtet wurde bisher, dass Globke auch innerhalb der Partei, innerhalb der CDU, eine ganz tragende Rolle spielte. Er war in gewisser Weise der heimliche Generalsekretär der CDU. Und man muss dazu sagen, die CDU war damals noch schlecht organisiert. Globke füllte dieses Vakuum aus. Diese Machtposition innerhalb der CDU zeigte sich darin, dass er die Landesverbände koordinierte, mit auf Linie brachte. Globke verfügt auch über erhebliche Finanzmittel. Als Staatssekretär verwaltet er den millionenschweren Reptilienfonds, einen unkontrollierten Sonderetat des Bundeskanzleramts. Und in der Partei verteilt er insgeheim Spendengelder der Industrie. Adenauer war ein äußerst misstrauischer Mensch. Und er hätte insofern die Finanzen nie einem Funktionär der Partei anvertraut, wie etwa dem Bundesschatzmeister, der eigentlich dafür zuständig war. Insofern vertraute er seinem engsten Vertrauten Hans Globke auch die Finanzen an. Und zwar die Finanzen, die über Spenden an die CDU kamen aus der Industrie. Und Globkes Machtstellung bestand darin, dass er sowohl den Landesverbänden als auch den koalierenden bürgerlichen Parteien jeweils Zugeständnisse machen konnte, wenn sie nach Finanzen anfragte.
1961, Adenauers letzter Wahlkampf. Sein Gegner ist der Sozialdemokrat Willy Brandt. Die CDU fürchtet, dass Globke, der als Kommentator der Nürnberger Gesetze international immer wieder unter Druck steht, Wahlkampfthema wird. Wie die CIA berichtet, schlägt Globke Willy Brandt ein heimliches Abkommen vor. Die SPD soll das Thema Globke aus dem Wahlkampf heraushalten. Dafür werde die CDU den Emigranten Brandt nicht als Vaterlandsverräter denunzieren. Eine Erpressung, bei der Globke die Mehrheitsmeinung der Westdeutschen hinter sich weiß. Brandt stimmt dem dreisten Deal zu. Hat sein engster Vertrauter Egon Bahr davon gewusst? Ich kann nichts dazu sagen, weil ich nichts weiß. Ist Ihnen nicht bekannt? Nein. Globkes öffentliche Auftritte sind selten, etwa bei der Begrüßung von Staatsgästen. Anfang der 60er Jahre aber wird der Mann hinter Adenauer ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. ...1961 erscheint ein Buch von Reinhard Strecker mit vielen unbekannten Dokumenten zu Globkes Tätigkeit im Reichsinnenministerium. Strecker ist Mitglied des damals noch SPD-nahen Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Schon vorher hat er Material über NS-Juristen zusammengetragen, die nach dem Krieg in den Justizdienst übernommen wurden. Die Übernahme schwerbelasteter Personen aus dem Dritten Reich bedeutet tatsächlich doch eine nachträgliche Legalisierung und Gutheißung dessen, was sie getan haben. Die Akten findet er in Polen und der Tschechoslowakei. Sofort wird der Verdacht laut, die Dokumente seien gefälscht. Ich hielt es immer für möglich, dass irgendetwas gefälscht werden hätte, gefälscht werden können. Aber es war nichts gefälscht, das war absolut unnötig. Die Originale stimmten. BND-Chef Gehlen soll 50.000 D-Mark eingesetzt haben, um die Veröffentlichung zu unterbinden. Gehlen durfte ja eigentlich nur überhaupt im Ausland Nachrichten sammeln, aber er war von Globke angewiesen worden, das Erscheinen des Buchs zu verhindern. Globke klagt gegen das Buch und erreicht einen Vergleich. Wegen zweier geringer Ungenauigkeiten wird der Vertrieb gestoppt und der Verlag verzichtet auf weitere Auflagen. Ebenfalls 1961 findet in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann statt, der die Deportation der Juden in die Vernichtungslager organisiert hatte. Die Adenauer-Regierung will mit allen Mitteln verhindern, dass Globke als Zeuge in den Prozess hineingezogen wird. Adenauer hat vorgesorgt. Mit dem israelischen Premierminister Ben-Gurion verabredet er schon 1960, dass der Name Globke aus dem Eichmann-Prozess herausgehalten wird. Wie inzwischen aus CIA-Akten bekannt ist, hat auch CIA-Chef Alan Dulles interveniert. Er verhindert die Erwähnung Globkes in einem Artikel über Eichmann in der Zeitschrift Life. Hintergrund des deutsch-israelischen Zusammenspiels ist das Wiedergutmachungsabkommen zwischen beiden Ländern, an dem Globke Anfang der 50er Jahre maßgeblich mitgewirkt hat. Danach sollen 3 Milliarden D-Mark an Israel gezahlt werden. Doch in den folgenden Jahren wird mehr geliefert als Geld und Wirtschaftsgüter. Heimlich wird auch die Lieferung von Waffen nach Israel vereinbart. Waffen für den Kampf gegen die arabischen Nachbarn. Ein triftiger Grund, auf Globke Rücksicht zu nehmen. Da wurden Anstalten gemacht, dass der Name nicht erschien. Und die Israelis waren in einer schwierigen Situation, nicht? Sie brauchten die Deutschen, sie brauchten Adenauer, sie brauchten Waffen, sie brauchten Geld. Es ging um die Wiedergutmachung, all das. Und man sagt, ich meine, ich habe dafür keine schriftlichen Beweise, dass der Herr Globke in dieser Hinsicht ganz zugänglich war. Nicht? Also es ging ja so weit, dass man lachte in jüdischen Kreisen, frag doch Globke, der wird schon helfen, nicht wahr? Das Schicksal wollte es, dass ich im Jahre 1969 an den Schreibtisch von Hans Globke im Kanzleramt rückte
und erinnere mich noch genau, wie beim ersten Besuch des israelischen Botschafters, der sagte, nun wird alles viel leichter, nachdem Sie hier sitzen und nicht mehr Herr Globke. Worauf ich ihm sagte, das ist ein Irrtum. Es wird alles viel schwerer, denn hier sitzt niemand mehr, den Sie erpressen können. Der Name Globke wird im Eichmann-Prozess zwar am Rande erwähnt, aber Globke wird nicht als Zeuge geladen. Als Eichmanns Verteidiger seinem Mandanten das Globke-Buch von Reinhard Strecker mitbringt, findet sich Eichmann bestätigt. Die Dokumente scheinen seine Strategie zu unterstützen, sich als reinen Befehlsempfänger darzustellen. Ich kann mir nicht denken, dass ein Zeuge hier hinkommt und braucht die Waren gleich festgenommen zu werden. Ein CIA-Bericht meldet, dass Eichmann Globkes Rolle und das Buch von Strecker auf 40 handgeschriebenen Seiten kommentiert habe. Dieses von ihm in der Jerusalemer Zelle verfassten Blätter sind nie aufgetaucht. Eichmanns Notizen. Seit Jahrzehnten werden sie weltweit gesucht. Kaum zu glauben, sie sind im Besitz der Bundesrepublik. Jetzt haben wir sie gefunden. Aufzeichnungen, in denen Eichmann bekräftigt, er sei nur ein Befehlsempfänger des Reichsinnenministeriums, also auch Globkes gewesen. Mit Blick auf Globkes höhere Befugnisse in der Nazizeit beschwert sich Eichmann: Hier Staatssekretär einer Regierung, da zum Tode verurteilt. Er beschreibt auch die Bedeutung von Globkes Kommentar als verbindlichen Maßstab für die Deportation von Juden. Die Deportationsdienststellen brauchten in den Kommentaren ja nur Einblick zu nehmen, um zu wissen, ob die Person zu dem vom Innenministerium festgestellten Personenkreis gehört oder nicht. Eichmann verlangt in seinen Notizen, dass Globke als Zeuge gehört werde. Aufgrund seiner früheren Stellung als Referent und Generalreferent müsse er persönlich und verbindlich erklären, dass andere Dienststellen sich nach den rechtlichen Vorgaben des Innenministeriums richten mussten. Globke muss nicht mehr vor Gericht erscheinen. Eichmann wird 1962 gehängt. Attackiert wird Globke auch von der DDR. Doch die mit Halbwahrheiten geführten Kampagnen verhindern in der Bundesrepublik gerade eine kritische Analyse der Rolle Globkes. Ost-Berlin 1963. Der erste Strafsenat des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik verkündet in der Strafsache gegen Hans-Josef Maria Globke folgendes Urteil: Im Namen des Volkes. Der Angeklagte wird wegen in Mittäterschaft begangenen fortgesetzten Kriegsverbrechens und Verbrechens gegen die Menschlichkeit in teilweise. Nach einem politischen Schauprozess mit zweifelhafter Beweisführung wird Hans Globke in Abwesenheit von einem DDR-Gericht verurteilt. Ein Urteil, das er als reine Propaganda abhaken kann. Zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Eine deutsche Karriere. Dr. Hans-Maria Globke. Danke, Herr Werner. Neben seiner Anpassungsfähigkeit wird auch seine Verwaltungserfahrung honoriert. Als pragmatischen Spezialisten haben Alexander und Margarete Mitscherlich Globke schon 1967 in ihrem Buch Die Unfähigkeit zu trauern beschrieben. Globke wäre als einer der Repräsentanten dieser nationalsozialistischen Politik gestorben, wie er als Beauftragter der katholischen Zentrumspartei weitergedient hätte, wäre die Weimarer Republik nicht kollabiert. Unmittelbar nach dem Ende des tausendjährigen Reiches passt er sich abermals den Gegebenheiten an. Also er ist ein für jedes System tauglicher Mensch.
Adenauer will und kann Globke nicht fallen lassen, solange er Kanzler bleibt. 1963 gehen beide zusammen in Pension. Zwei Männer, die gemeinsam die politischen Weichen in der jungen Bundesrepublik stellten, die sich aber nie so nahe waren, dass sie sich duzten. Seinen Lebensabend will Globke in der Schweiz, am Genfer See, verbringen. Doch die Kantonsverwaltung verweigert dem Kommentator der Nürnberger Rassegesetze das Niederlassungsrecht. Globke gibt seinen Plan auf. Ein einziges Mal hat seine Vergangenheit für ihn Konsequenzen. Hans-Maria Globke, ein äußerst effizienter Kollaborateur, tritt ab. Globke hier, ich komme jetzt nach vorne. Der unauffällige Helfer im Hintergrund, der Adenauers Politik erst möglich machte. Als Globke 1973 stirbt, ist der Mann hinter Adenauer schon fast vergessen. Und man will ihn auch vergessen. Zu diesem Lied stammt von Goethe. Mephisto singt ihn im Faust in Auerbachs Keller. Und wir wollen uns heute ansehen, wie verschiedene Komponisten diesen Text vertont haben. Ich darf Sie zum Musikaleum bitten. Dr. Hugo Hartung ist diesmal auf Reisen. Aber hier ist Ludwig Kusche, Komponist und Musikschriftsteller. Ludwig, hast du wieder umgezogen von deiner jungen Studententracht, die du da gehabt hast? Naja, das war ja eine begründete Sache, denn diese erste Strophe, die wir gerade hörten, war der Anfang eines alten Studentenliedes, der seit dem Erscheinen des Allgemeinen Deutschen Kommerzbuches 1858 im Kommerzbuch stand und von den Studenten wahnsinnig gern gesungen wurde. Mhm. Nicht? Nun, damals stand Goethe darunter als Textdichter. Ein Komponist fehlte und wir wissen bis heute tatsächlich noch nicht, wer die Melodie erfunden hat. Das ist ja wahrscheinlich. Vielleicht ein Student vor 100 Jahren. Nicht? Mhm. Denn heute steht das schon lange nicht mehr in den neuen Ausgaben des Kommerzbuches, was vielleicht damit zusammenhängt, dass im 20. Jahrhundert die Flöhe mehr und mehr ausgestorben sind bei uns, aber vor 100 Jahren die Studenten auf ihren Buden noch schwer gebissen wurden, sodass sie abends auf der Kneipe gut und gern ein Lied davon singen konnten. Ja. Der Text zu dem Lied ist 1775 ungefähr geschrieben worden für den Urfaust und 1790 wurde dann der erste Teil des Faust veröffentlicht. Wann ist es nun zum ersten Mal komponiert worden? Schon nach wenigen Jahren. Die erste Kunstkomposition stammt von 1797 und zwar von einem Komponisten namens Ignaz Walter. Nicht verwandt, nicht verschwägert mit Fritz Walter. Nein, ist heute ein längst vergessener Mann, war aber damals eine populäre Berühmtheit. Er war aus Böhmen eingewandert, dem Konservatorium Europas, wie man im 18. Jahrhundert sagte, und wie so viele andere, und hatte sehr bald Karriere gemacht. Zuerst als Tenorist, dann später auch als Komponist. Er muss auch sehr gute Eigenschaften gehabt haben für die Leitung eines Theaters, denn er verfügte schon nach einigen Jahren über eine eigene Theatertruppe, mit der er in den Städten in Norddeutschland